Was geht ab, YouTube? Ich bin's euer Smiley und willkommen zu einem neuen Gameplay-Commentary auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich wieder mal ein bisschen MW3 gespielt und irgendwie ist es verwunderlich an diesem Gameplay, denn das ist so das allererste Gameplay, das ich überhaupt nicht auf Sound gespielt habe. Ich habe während dieses kompletten Gameplays eine Playlist im Hintergrund gehört. Und ich habe mich eigentlich gewundert, weil ich bin relativ gut abgegangen in dem Spiel. Ihr werdet ja meine Endscore gleich sehen. Und ich habe zusammengespielt mit dem Devil Positive. Ich packe seinen Kanal einfach mal in die Beschreibung, weil demnächst eine geile Montage auf seinem Kanal kommt und die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Und ja, in diesem Match ging mir besonders so die Sniper auf den Sack. Das ist so leider das Problem in Absprungzone. Und verzeiht mir bitte, wenn sich meine Stimme etwas müde anhört, aber ich bin gerade erst aufgewacht und bin gestern relativ spät ins Bett gegangen und ja, egal, kommen wir mal so zu irgendwas, was ich mir hier rausgesucht habe. Nämlich gar nichts und jetzt reiße ich erstmal einen wunderschönen Triple hier. Ja, es ist einfach genial. Da habe ich, hab ich meine 0-3er KD vom Anfang erstmal wieder wettgemacht. Ja, aber egal, irgendwie war dieses MW3 Gameplay, was ich hier gespielt habe, total anders zu allen anderen Gameplays, die ich bis jetzt überhaupt gespielt habe in MW3, weil das hier ist das einzige, ja, das ist so eins der einzigen Games, wo ich überhaupt nicht abgeraged bin. Sonst ist MW3 für mich eines der Rage-Spiele Number One, wenn ich irgendwie mit Clanmates in Skype oder MTS bin und irgendwas geht mir voll auf den Sack. Dann rage ich einfach nur ab und ich glaube, das lag unter anderem daran, dass ich keine geile, chillige Musik im Hintergrund hatte, weil irgendwie, ich habe einfach gespielt. Ich habe überhaupt nicht auf den Score geguckt. Mir ist in erster Zeit aufgefallen, wow, mein Score ist ja echt hoch. Ich habe einfach so bin zu der Musik abgegangen, habe gezockt und habe dann halt so einen geilen Score hier rausgekriegt. Und ich weiß nicht, vielleicht ist, sorry, muss ich mal ein bisschen was schlucken. Gibt's ja gar nicht. Diese Spucke, mein Hals ist noch ein bisschen erkältet, aber egal. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich habe total den Faden verloren, verfickte Scheiße. Nee, ich glaube, genau. Irgendwie so dieses kleine Erfolgsgeheimnis, was ich jetzt für mich selber entdeckt habe, für Gameplays oder so. Einfach spielen, also überhaupt nicht über den Score nachdenken, sich gar keine spezielle Taktik aussuchen. Einfach für mich ist, glaube ich, das Beste, einfach ein bisschen Musik reinzuhauen, die mich ein bisschen anspornt, aber gleichzeitig auch schön chillt. Keine Sniper zu nehmen, weil ich glaube, ich muss einfach langsam einsehen, dass ich nicht der geborene Sniper bin. Vielleicht in Black Ops ist es okay und für ein paar No-Scopes in MW3 reicht es auch, aber sonst, ich bin einfach nicht so der Sniper-Typ, merke ich an mir selber. Und ich glaube, das war mein Problem in den letzten paar Monaten, dass ich einfach immer wieder meine MSR genommen habe und gedacht habe, so, jetzt reiße ich meinen Quad-Feed und dann kommt fette Montage und bla bla bla. Aber irgendwie macht's. Das hat mich immer so sehr runtergezogen, dass ich so upgeraged bin. Meine Scores, das waren, keine Ahnung, 10 zu 29 mal eine 20 zu 35, ich weiß es nicht. Es war einfach relativ. Es war einfach relativ. Sorry, ich wurde gerade aus dem Hintergrund abgelenkt. Ich habe jetzt total schon wieder einen Faden verloren. Ich weiß gar nicht, was heute los ist. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin heute früh irgendwie aufgewacht und habe aus dem Fenster geguckt und dachte mir erstmal, what the fuck, was ist das denn? Es hat geregnet. Ich habe jetzt, glaube ich, seit gefühlten. Ja, seitdem die Sommerferien angefangen haben, habe ich keinen Regen mehr gesehen. Ich war die ersten 2 Wochen in Deutschland, habe hier ein bisschen Ferien gemacht. Dann bin ich für 10 Tage in die Türkei gefahren. Da war natürlich ganzen Tag 40 Grad. Ich sehe aus wie ein türkischer Murat. Ich bin sowieso immer so der Typ, der braun wird. Ja, es war relativ geil. Und jetzt bin ich wieder in Deutschland und macht einfach nur Spaß. Ich fahre demnächst auch wieder 3 Wochen in die Türkei und zwar in 6 Tagen. Das heißt, da werden, glaube ich, eher entweder gar ein oder zwei Videos höchstens oder gar keine Videos kommen. Ich muss ja auch irgendwie mal meinen Urlaub genießen, wenn man das ganze Jahr über die Videos macht. hier habe ich gerade mit dem Typen, der fast einen Triple Headshot Feed gerissen hat, mal eben Owen in den Chat geschrieben. Und wo war ich gerade stehen geblieben? Ich wollte wieder irgendwas ansprechen, aber naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich sollte irgendwie mal was zum Gameplay sagen. Ich spiele hier wieder fast meinen zweiten Triple gerissen. Nee,
Ich spiele ja irgendwie mit der ACR, mit dem Schalldämpfer und dem holographischen Visier. Eine sehr, sehr geile Waffe, die ich absolut liebe. Dabei habe ich, glaube ich, Fingerfertigkeit. Wie heißt diese Scheiße? Naja, dieses Perk, dass man halt weniger Granatenschaden bekommt. Dann habe ich noch dabei Lagerberichte, wie ihr die ganze Zeit seht, dass ich irgendwelche Syntex, Fake Packages, hier Bewegungsmelder, Trophy Systems, genau hier durch die Wand sehe ich zum Beispiel gerade eins. Das sehe ich halt dann mit alles und meine Schritte sind halt leiser. Habe leider einen Fehler gemacht, nämlich bei Absprungzone habe ich einfach nur, bei Absprungzone habe ich nicht dran gedacht, dass man keine Abschusssehen hat und hier schönen Typen zwar mit seinem Taktikeinstieg genutzt. Ich habe nicht dran gedacht, dass man hier Abschusssehen hat, keine Abschusssehen hat, sondern die sich durch diese ganzen komischen Pakete rausholen muss. Und eigentlich habe ich ja das Spezialisten, den Spezialisten-Scheißer dabei mit Plünderer, Attentäter und blinde Überwacher. Und damit hätte ich, glaube ich, vielleicht sogar noch ein besseres Gameplay erspielen können. Aber Scheiß drauf, das hier fand ich auch echt schon gut. Ja, keine Ahnung, wie war meine Taktik in diesem Spiel? Ich hatte doch irgendwie eine Taktik, obwohl ich doch keine hatte. Habe ich dann so am Ende gemerkt und hier wieder einen schön mit seinem Taktik-Einstieg zwei miteinander genatzt. ja, was war so meine Taktik? Ich habe versucht, also ich bin saugroße Laufwege gegangen. Also ich bin so viel um die Absprungzone rumgelaufen, dass ich immer von hinten rangehen konnte. Und in so einem Spiel hier wollte ich halt von hinten an die Absprungzone, weil die alle reingerannt kamen. Ich habe versucht, nicht an. Also, ich bin so gut wie immer alleine rumgelaufen, habe überhaupt nicht versucht, irgendwie meinen Teammates rumzulaufen, weil die haben nur. Also, die waren jetzt nicht schlecht oder so, sondern die haben halt rumgeschossen und darauf hatte ich jetzt nicht so Lust und jetzt sterbe ich gleich unnötig, ja. Keine Ahnung, ich habe halt versucht, den Beef zu vermeiden. Ich bin so an die gechillten Stellen gegangen, habe sie dann von hinten genutzt oder von vorne oder von irgendwas und sterbe, ohne einen einzigen gekillt zu haben. Peinlich, ja. Ich weiß nicht, das Gameplay ist einfach. Mir ist erst am Ende wirklich so richtig aufgefallen, als ich gesehen habe: What the fuck, Alter, ich habe gerade ein 40 zu 6 erspielt, was übrigens auch der Endscore ist. Hab mich zwar zwischendurch mal ganz, ganz kurz geärgert, als ich so einen richtig unnötigen Tod kassiert habe, aber so richtig drauf abgegangen bin ich jetzt nicht, dass ich so sage, ja, fick dich und bla und ja. Ach so, ja, stimmt, falls euch jetzt wundern, dass da unten dieser Name dieses Hey steht. Ich habe mich umbenannt, als ich diesen Song gehört habe, der genauso heißt, mit diesem blondhaarigen Typen, der dazu irgend so eine Mucke singt. Und bin halt so drauf abgegangen, dass ich mich erstmal so benannt habe und den Song gehört habe. Aber hier habe ich eine andere Playlist gemacht. Am Anfang war es so chillig und dann, wo ich reingekommen bin, hat mir genau der Dubstep halt den Kick gegeben und habe mich voll. Ja, wobei war das Dubstep? Nee, das war nicht. Doch, war das. Nee. Nee, auf jeden Fall, keine Ahnung. Es hat mir halt. Es war chillig, so dass ich ein bisschen reinkommen konnte, wo ich auch meine Tode kassiert habe. Und dann ging es halt immer weiter ab und es hat mich halt immer hoch. Es hat mich wie so ein bisschen gepusht für das Gameplay und es hat halt echt Bock gemacht, einfach nur. Und yo, ich weiß eigentlich, das Gameplay geht jetzt, glaube ich, nur noch so eine Minute lang. Und ich überlege gerade echt, was ich so groß dazu sagen könnte, ja. Ja, was ich noch so ansprechen will, ich finde es eigentlich relativ schade, dass auf meinem Kanal nur die Edits so richtig oder meine Tutorials halt Klicks kriegen und der ganze andere Scheiß halt auf der Strecke bleibt. Tut mir leid. Ja, stimmt, der ganze andere Scheiß bleibt so irgendwie so halbherzig auf der Strecke und kriegt gar nicht so richtig Klicks, obwohl ich mir auch bei meinen Commentaries so richtig Gedanken mache. Ich weiß zwar, dass die meisten mich für meine Tutorials und Edits abonniert haben, wenn es denn überhaupt noch so viele gibt, die mich da. Ich weiß, ich habe zwar 1000 Abonnenten und fast 1100, aber irgendwie, keine Ahnung, die aktiven Zahlen machen mir nicht so Spaß, aber ich hoffe, dass das kriegen wir wieder rein und das ist nur so eine vorübergehende Sache und ich lasse mich davon, glaube ich, auch nicht so weiter runterziehen. Und ich habe noch eine große Bitte, falls irgendjemand von euch ein COD4 Gameplay zur Verfügung hat, und mir das gerne zukommen lassen will. Also, am liebsten wäre es ein Nicht-Pro-Mod-Gameplay und vielleicht so ein Suchen und Zerstören. Also halt ein chilliges Gameplay, wo nicht so viel abgeht, das Score sollte schon stimmen. Wenn das jemand für mich hat, dann wäre ich dem unglaublich dankbar und ja.
Das Gameplay neigt sich jetzt auch schon gleich dem Ende zu und hier sieht man, wie ich eigentlich einen jemanden noch zum Last gekillt hätte, aber natürlich nur Hitmarker gekriegt habe und dann war das Spiel schon vorbei. Und ja, wie ihr jetzt alle sehen könnt, der Endscore ist ein 40 zu 16 mit 5 Assists. Naja, das sieht man halt, wie man will. Und von mir war es das jetzt auch schon. Und ich hoffe, dieses Commentary kriegt genug Aufrufe, um mir mal. Ja, genau. Lasst mir mal ein paar Likes da, damit ihr mir den Tag versüßt und so. Und ja, ich werde jetzt versuchen, noch die restlichen verregneten Tage hier in Deutschland zu genießen. Und auf jeden Fall werden demnächst Videos kommen. Ciao.